Herzlich willkommen zum neuen Video vom Garten am Walnussbaum. Meine Aufrufzahlen sagen, dass euch Maschinenvorführungen oder Vorstellungen am meisten interessieren. Dann sei mir der Wunsch auch Befehl. Ihr müsst mir aber dabei ein bisschen behilflich sein. Klickt doch mal da unten auf Abo, weil ich hätte auch noch gern mehr Maschinen, vor allem gekauft, und die zahlen sich nicht von selber. Klickt ihr allerdings da auf Abo und ich habe genug Abonnenten, dann überweist mir YouTuber weniger Geld, dann kann ich wieder Maschinen kaufen. Also wie gesagt, klickt mal da drauf, weil ich habe noch, da drin steht ein Achser, den habe ich euch da schon mal vorgestellt. Da gibt es auch noch ein Mulchgerät dafür, ja, aber mir schenkt es keiner. Um was es dann jetzt geht, ich habe schon angefangen, Mulchgerät, seht ihr nach dem Intro, also bleibt dran. Ja, ihr kennt sicher Sommer. Das Gras ist langsam so und ihr steht mit der Motorsense stundenlang da. Das Problem habe ich auch gehabt. Jetzt habe ich es nicht mehr, weil ich habe jetzt die Maschine, habe ich gekauft bei Janssen Versand. Das ist ein Hochgrasmäher HGM 58, Scheibenmähmaschine. Oder man muss ein bisschen zurück. Ich kipp den mal an. Ihr seht's. Hat vorne eine Scheibe mit vier Messer. Das Ding, die Maschine hat 3 kW. Benzinmotor, wiegt 60 Kilo. Die Messer an sich sind lose aufklicken, kann man auch drehen. Die Maschine hat einen Seilzugstatter, Gashebel, rastet da ein. Also Minimalgas, Maximalgas, Start. Der Hebel ist für einen Messerantrieb und der Hebel mit Sicherung für was auch immer ist der Fahrantrieb. Und das war's schon, die ganze Schau. Er mäht recht gut ab. Ich zeige euch das jetzt mal, ich spiele euch ein paar Bilder ein vom Mähen direkt. Das sagt doch mehr aus, wie wenn ich da eine halbe Stunde rede. Und dann suche ich euch nochmal persönliche Meinung zu dem Gerät.
da der Auswurfschutz der Lappen funktioniert recht schön, legt es recht gut auf Schwaden ab. Der Seite haben so ein Schutzblech unten. Also man kann ja durchaus der Seite an Zäune, an Rabatten, an irgendwas hinfahren, ohne dass man mit dem Messer drauf knallt. Ein kleiner Nachteil hat das ganze Ding. Wäre vielleicht schick gewesen, wenn es vorne irgendwo rutschen würde. Weil gerade da, ihr seht, es ist völlig uneben. Da bleibt man dann relativ schnell hängen. Beim Antrieb muss ich sagen, der hätte ein wenig stärker sein dürfen. Weil so berghoch stößt er sehr schnell an seine Grenzen. Und ich habe auch das Gefühl, der zieht immer einseitig. Ich habe jetzt da schon alles Mögliche probiert und geschaut. Er geht immer Richtung eine Seite. Es ist kein Weltuntergang, man muss ein wenig mitschieben. Ansonsten muss ich sagen, das Ding macht, was es soll. Man muss auch immer, wie immer, was habe ich für die Maschine bezahlt. Ich blende es euch einmal ein, ich weiß es nicht auswendig. Ihr findet die Beschreibung, kurze Videosequenzen und so auf unserer Homepage, auf unserem Blog unter www.amwalnussbaum.net. Da setzt ihr dann Links zu Janssen rein und wie gesagt, kurze Videosequenzen, die Produktbeschreibung an sich. Kurz zu erwähnen, ich habe die Maschine gekauft. Ich kriege von Janssen dafür überhaupt nichts. Das ist jetzt rein meine persönliche Meinung. Ich habe das Gerät gekauft. Ich stelle es euch so vor. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas habt und wie ihr zufrieden seid. Ob vielleicht irgendjemand Lösung hat, warum das Ding da in irgendwelche Richtungen zieht. Würde mich freuen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Video.